Also Unternehmensgründung schon vor dem Studium zu thematisieren und zu fördern, finde ich sehr gut, weil man, wenn man in das Studium einsteigt und beispielsweise schon eine Business-Idee hat, aber an manchen Punkten Schwächen, wie zum Beispiel am wirtschaftlichen Wissen, steuerrechtliches Wissen, und andere Probleme, werden dadurch ausgemerzt, dass man hier einfach herkommen kann zu der Unternehmensberatung und eben in diesen Punkten, wo man halt Schwächen zeigt, gefördert wird. Und trotzdem dadurch seine Idee und seine Kreativität freien Lauf lassen kann, ohne das Knowledge vorher schon zu besitzen. Bei einer Unternehmensgründung persönlich als größte Hürde würde ich sagen, die Unterstützung, die mir am Anfang fehlt natürlich, die Kontakte, das ist ein sehr wichtiger Punkt, und vor allem, wie schon erwähnt, das wirtschaftliche Wissen, also wie beispielsweise Steuerrecht oder Finanzen, Versicherung und vor allem Finanzierung und die Erfahrung, die mir da fehlt. Ich würde unter speziellen Gegebenheiten anfangen, ein Unternehmen zu gründen, eben wenn ich diese Unterstützung hätte, beziehungsweise wenn Leute wirklich als Ansprechpartner durchgehend da wären und mir diesen Support geben könnten, eventuell auch finanzielle Hilfe oder mich connecten könnten mit anderen Persönlichkeiten, die vielleicht interessant für meine Business-Idee wären. Also eine Gründungsberatung stelle ich mir sehr sinnvoll vor, da ich finde, dass man halt zudem seine Ideen mit jemandem austauschen kann, durchsprechen kann und vielleicht die Erfahrung von dem anderen, also die Erfahrungen ausgetauscht werden können und eben zusammen durchgesprochen werden können, ob das überhaupt eine sinnvolle Idee ist und ob es überhaupt Sinn macht, da Energie reinzustecken oder nicht. Also ich glaube an den Erfolg junger Unternehmen und junger Ideen, weil junge Leute haben viel Energie, vor allem während dem Studium. Und statt zu arbeiten, sein eigenes Unternehmen zu gründen, ist natürlich sehr lukrativ, sein eigener Chef zu sein, das erste Mal mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Den ersten Eindruck, den ich jetzt von Venture Lab bekommen habe, es sind sehr kompetente Leute hier, die vermitteln einen seriösen Eindruck und aus meiner Sicht haben die auch das Wissen und die Unterstützung, die mich weiterbringen, meine Idee umzusetzen.